Mit Karmesin und Purpur lässt uns die Pokémon Company uns nun in eine neue Region eintauchen lassen. Und zwar die Paldea-Region. Und mit jeder neuen Generation kommt natürlich auch eine brandneue Serie für das TCG. Wir werden heute das erste Mal ein komplettes Display öffnen von Karmesin und Purpur Base Set. Dieses Set ist mit Abstand das wohl beste Base Set, was überhaupt bei Pokémon je existiert hat. Denn in diesem Set haben wir insgesamt über 70 Hits, die man hier rausziehen könnte. Wir haben eine schöne Story bekommen! Niemals! Nein! Oh, ich wollte sie haben! Ich wollte sie haben! Das kann doch nicht wahr sein! Was soll ich sagen? Das ist... ich habe keine Worte mehr dafür. Ich habe echt keine Worte mehr dafür. Von daher würde ich sagen, wir starten sofort in die neue Generation rein. Ich bin super gespannt und hoffentlich sehen wir das wunderbare Miraidon EX als Alternative. Und da haben wir jetzt einmal das wunderbare Display von Scarlet und Violet. So, wir machen das wunderbare Display auf. Und was soll ich sagen, Leute? In dem Set haben wir so viele Neuerungen. Das werde ich heute alles schön in dem Video, ja, thematisieren. Und wir sind auf jeden Fall mal gespannt. Wir haben hier insgesamt 36 Packs. Unglaublich, aber wahr. Wir schauen uns nochmal schön die Artworks an. Unter anderem haben wir jetzt hier die, ja, ersten beiden Packs und die Artworks von den Packs wieder sehr schön gestaltet. Wir haben unter anderem hier Koraidon, ne? Sehr schön. Und nochmal die drei Starter. Quaxly, Krokel und Filori. Genau. Das waren ja die beiden Starter aus der Paldea-Region. Das sind die anderen beiden. Einmal mit Terra-Typ Gyarados und einmal mit Miraidon. Auch wieder hier eine sehr starke Karte am Start. Von daher würde ich sagen, nehmen wir das erste Pack. Und zwar die wunderbaren Starter. Das ist ein Glückspack, Leute. Das sage ich euch jetzt schon mal. Ne, wie gesagt, eine neue Generation. Wir haben jetzt hier keine V-Karten mehr, keine V-Star oder auch keine V-Max-Karten. Es geht alles hier rum um EX-Karten, um Crystal-Karten. Ich bin jedes Mal aufgeregt bei einer neuen Generation und von daher... Oh, es fängt wieder so gut an, Leute. Und das ist die große Änderung, die überhaupt existiert. Die Karten. Es sind keine gelben Ränder mehr da. Wir haben jetzt schöne silbernen Karten hier. Schöne silberne Ränder. Wunderschön gestaltet, muss ich sagen. Wir fangen jetzt erstes an mit Pawmi. Ne, das Pokémon. Maus-Pokémon aus der neuen Generation. Das ist ja so gesagt dann das Pikachu. Dann geht es weiter mit einem Riolu. Magneton. Oh, ich bin so gespannt, Leute. Ne? Hier sind so viele neue Änderungen drin. Hier sind einerseits brauchen wir keine Tricks mehr machen. Ne? Wir brauchen echt keine Tricks mehr machen. Und die Besonderheit kommt jetzt gleich. Wir haben hier unter anderem nicht nur eine Reverse-Karte. Vielleicht haben wir auch nochmal eine Reverse-Karte. Theoretischerweise könnte dahinter nochmal ein richtig starker Hit sein. Aber jetzt kommt der Holo-Effekt. Oder sogar eine EX-Karte. Ich bin sehr gespannt. Und oink, oink, EX einmal. Sehr stark. Wir haben einmal das Schweinchen hier. Schön. Einmal die erste EX für den heutigen Tag. Ey, ich nehme alles. Ich nehme echt heute alles, wirklich. Bin sehr begeistert. Und dahinter nochmal die Energiekarte. Ne? Und das ist ja mal die Besonderheit. Es gibt keinen Trick mehr. Wir brauchen theoretischerweise keinen Kartentrick mehr machen. Sehr stark, finde ich. Super schön. Auch wenn es jetzt nur ein Schweinchen ist und auch nicht das beste EX-Pokémon ist. Aber trotzdem, wir haben die erste EX für heute und ich bin super stark begeistert davon. Und ich will mehr öffnen. Let's go. Machen wir weiter. Und gehen wir weiter mit meinem Lieblings-Pokémon und zwar Koraidon. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Seid ihr Fan von Miraidon oder eher von Koraidon? Einfach mal Koraidon oder Miraidon schreiben. Das würde mich sehr interessieren mal. Und wir gehen jetzt hier weiter mit dem zweiten Pack. Hoffentlich ziehen wir heute sehr starke Karten, denn tatsächlich die Pull Rate von dem Display habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Und das gibt mir erstmal ein paar Karten. Typisch mal wieder. Wir haben einmal das Motorrad. Der Pokémon. Dann geht's weiter mit der Mouse Family. Mouse holt einmal hier. Growlithe als Reverse. Sehr stark. Also der Reverse-Effekt finde ich mal wieder sehr gut gelungen. Den haben sie auf jeden Fall gut hinbekommen. Ne? Sehr schick, sehr schick. Gefolgt von, na, der Ziege einmal. Und ich glaube, wir haben schon wieder was. Haben wir schon wieder was? Tatsächlich. Oh, hohoho. Was geht denn gerade ab? Das ist schon das zweite Pack und schon die nächste EX. Speedos! Einmal hier als EX-Variante. Auch wieder hier ein Pokémon, was mich jetzt nicht so begeistert. Aber ich mag die EX. Die ist auf jeden Fall sehr nett und die nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Und dahinter haben wir nochmal die Psycho-Energie, die auch komplett wieder anders ist. Ich hab's euch gesagt, es ist alles hier anders in dem Set. Ah, es ist einfach ein Traum. Es ist einfach ein Traum, einfach mal auch eine neue Generation live mitzubekommen. Sofort mit dem ersten Base-Set anzufangen. Denn tatsächlich habe ich bei Sword and Shield gar nicht mit dem Base-Set angefangen. Es fing, glaube ich, eher so bei Farm Shock bin ich erst eingestiegen. Ne, und das ist jetzt wirklich die erste Generation, die ich tatsächlich jetzt mitbekomme.
Ich wollte gerade wieder einen Trick machen, aber den brauchen wir tatsächlich ja gar nicht mehr hier. Deswegen bin ich echt gespannt und wir schauen einfach mal, was hier Schönes noch drin ist. Wir haben mal Cruxley einmal hier, sehr schön, Spirit Tomb. Gehen wir damit in Ultraball, das wunderbare, schöne Vogelding. Die nächste Reverse und ich kann es nur tausendmal sagen, die Reverse-Karten in dem Set sind wieder phänomenal. Besser als bei Schwert und Schild auf jeden Fall. Und die erste Holo für heute. Ich habe mich schon gewundert, wann kommt die erste Holo? King Gambit einmal hier in der Holo-Variante. Und auch hier wieder die Neuerung. Es gibt immer eine Holo-Karte pro Pack. Das heißt, es ist immer eine Holo garantiert. Man braucht jetzt keine Angst mehr haben über Non-Holos und so alles. Die gibt es gar nicht mehr. Sondern wir können jetzt ganz einfach hier immer eine Holo bekommen. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Also das haben sie auf jeden Fall hier gut hinbekommen. Aber dementsprechend sind auch die Preise von den Booster-Packs und von den Packs generell ein bisschen gestiegen, weil sie nur mal ein bisschen mehr in die Packs investiert haben, sei es die Holo-Effekte immer garantiert oder auch einfach mal so viele mehr Hits als noch nie zu bekommen in einem Base-Set. Das ist wirklich so. Wir haben mehrere Base-Sets schon gehabt und das ist halt wirklich ein sehr starkes Base-Set. So, wie die Reverse nochmal einmal hier. Sepiria und Professor Research nochmal. Und wieder hier eine Holo-Karte. Sehr schön. Ja, so viel Neues. Und es wurde auch mal ein bisschen Zeit, mal wieder für ein bisschen frisch neues Windchen. Damit wir auch mal wieder ein bisschen vorankommen, würde ich mal so sagen. Ne? Ich meine, Schwert und Schild war sehr cool. Ne? Wir hatten auf jeden Fall einige sehr coole Momente auch mit Schwert und Schild und auch einige sehr starke Karten. Aber ich bin super gespannt, was diese Generation mit uns bringt. So, ich möchte jetzt gerne mal einen Hit hinter dieser Reverse-Karte mal haben. Wir sind gespannt, aber wir haben jetzt erstmal hier nochmal die Reverse. Scatterbug und das hässlichste Endentwicklungs-Pokémon, was es auf jeden Fall gibt. Aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Quaxly, Krokel oder Filuri, genau, Filuri. Einfach mal in die Kommentare schreiben, was ist euer Fan-Favorite und wen findet ihr einfach besser? Ne? Darüber würde ich mich gerne mal informieren und das würde ich echt gerne mal wissen, wer am besten abschneidet von den ganzen Entwicklungen hier. Und wieder nur eine Krabbe einmal. Das ist schon die nächste Holo-Karte. Ich finde es super komisch, dass wir jetzt hier immer einen Hit bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch so gefällt. Könnt ihr gerne auch wieder schreiben. Habt ihr das Set euch geholt? Findet ihr es super? Mögt ihr Crowlet hier? Mögt ihr die wunderbaren neuen Artworks und die wunderbaren neuen Kartendesigns? Gerne mal schreiben dazu. Schweinchen einmal. Karpilz. Flabébé und Prime Ape und nochmal Motorrad. Echse, was ist hier los? Okay, ich habe, glaube ich, eine Niete gezogen mit dem Display. Ich habe das Gefühl, wir, weiß ich nicht. Kommt irgendwie nichts außer Holo-Karten, ne? Slowpoke, was ist los hier? Komm, geben uns jetzt mal was hier Schönes. Sengus einmal hier. Weiter geht's. Hypno. Sehr interessantes Artwork. Der Beach einmal. Und den freundlichen Ball von nebenan. Und, hey, endlich, verdammt nochmal, Banette einmal hier als EX-Variante. Wurde ja auch mal langsam Zeit, Display. Wurde ja auch langsam mal echt Zeit. Ah, ich liebe die EX-Karten. Sehr schön gestaltet mal wieder. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die japanischen stechen irgendwie mehr raus. Sei es von der Farbe, vom Kontrast und so alles. Also, sie wirken irgendwie, weiß ich nicht, besser. Na, ich will einfach nur hoffen, dass sich das in der Zukunft vielleicht ein bisschen ändert, weil ein bisschen jetzt komisch, dass Japanisch immer wieder von der Qualität mal wieder ein bisschen höher ist, obwohl man eigentlich hiermit das auch erreichen wollte, dass man halt die Generation ein bisschen so wie dem Japanischen gestaltet hat. Ne? Man hat ja auch kein Setsubol mehr. Das Silberne ist teilweise jetzt immer drin und präsent. Von daher, ich bin mal echt gespannt. So, Houndoom einmal hier und oh, ja! Es geht endlich weiter, Mann! Das wurde ja auch langsamer Zeit. Wir gehen hier weiter mit Groove in der Artware, beziehungsweise in Illustratorware war das, glaube ich, ne? Illustratorware, ne? Sehr schön, cool! Oh, das freut mich auf jeden Fall, sie endlich mal zu sehen. Und wir haben jetzt wieder, hey, Palmout einmal als Holo-Karte. Wie gesagt, das Pikachu aus der Generation dieses Mal. Ob es gelungen ist, könnt ihr selbst mal entscheiden. Bitte Display, ich will davon unbedingt noch mehr sehen. Hier muss noch mehr drin sein. Na, ich bin immer noch gespannt, die Rarity dahinter, wie oft zum Beispiel diese Illustration Rare können wir ziehen, wie oft eine EX-Karte und so alles und ob es eine Secret Rare hier drin ist. Das ist auch die gute Frage, ne? Yula als Reverse und Koraidon. Ah, das Gegenstück. Perfekt. Haben wir jetzt auch nochmal als Solo-Karte erwischt. Das wird auch spannend, aber wir haben noch ein paar. Das wird ein echt langes Video, habe ich das Gefühl, ne? Ich muss nochmal so viel erzählen, Leute. Es gibt hier so viel zu erzählen. Ich ruf noch einmal hier. Das muss alles einmal raus. Ne? Die Flamingos gibt es ja auch. Das ist auch ein neues Pokémon. Auch so bescheuert gemacht.
Rocket Helm einmal hier, Rotom Reverse, Chansey und die dritte Entwicklung von Mankey. Ne? Falls ihr es noch nicht wusstet, er hat eine dritte Entwicklung. Das ist sie. Er ist ein bisschen Badass geworden, kann man so sagen. Ne? Ach, Gyarados, jetzt gib uns doch mal bitte nochmal einen Crystal Terra-Typ. Weil ich sag mal so, wir haben jetzt schon eine Illustration Rare gesehen. Wir haben schon EX-Karten gesehen. Es fehlt noch was. Es fehlen noch einige. Wie gesagt, zum Beispiel die wunderbaren Terra-Crystal-Formen, die ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht finde. Auch wenn ich sehr schön gestaltet von dem Artworks her. So, Fluffy einmal hier. Penny. Wir kennen sie. Houndstone und Professor Research nochmal. Auch das Spiel selbst von aber auch Scarlet und Violet das Spiel, ne? Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Wenn ihr es noch nicht gezockt habt, dann zockt es doch gerne mal. Sehr schöne Story, sehr schönes Spiel auch von der, naja, wenn jetzt die Qualität jetzt nicht so die beste ist, aber immerhin, hey, wir haben eine schöne Story bekommen! Niemals! Ah, die Rare Candy einmal. Oh, das kam überraschend jetzt einmal. Wow. Was ist denn hier jetzt gerade wieder passiert? Wir haben einmal die Rare Candy als Item bekommen. Oh, die erste Goldcard für heute. Unglaublich. Und das hier ist nun einmal die wunderbare Hyper Rare, die es unter anderem jetzt hier gibt. Gut zu erkennen mit den drei goldenen Sternen da unten. Die Goldkarten haben jetzt nun drei Sterne. Wie gesagt, die Special Illustration Rare haben zwei und nochmal diese Art oder Illustration Rare haben eine Goldkarte. Und es gibt noch die Ultra Rare, es gibt auch nochmal die Double Rare und die normalen Rares. Und die üblichen ankommenden Karten. Und das ist jetzt hier die Hyper Rare. Wir haben sie erwischt, perfekt. Haben wir noch dahinter was? Weil das kann tatsächlich passieren, dass wir dahinter noch was ziehen können. Gott, niemals! Hä? Das ist so geil! Es ist so geil gemacht, dass wir so viel Glück haben können. Wow! Eine Full Art einmal hier. Toxicroak einmal als EX Full Art. Ich bin begeistert. Oh, dieses Set macht mich jetzt schon wieder fertig. Ist das nicht geil? Alter Schwede, ey, das ist ja wow, unglaublich. Was für ein geiles Pack haben wir denn hier erwischt? Einmal eine Full Art und einmal eine Goldkarte. Das ist nur in dem Scarlet und Violet Set. Das gibt es nur in der Generation jetzt wieder, dass wir so Hits nach Hits ziehen können. Und wir machen jetzt sofort wieder weiter und ziehen jetzt verdammt nochmal die nächste Goldkarte. Okay, eine, würde ich sagen, Secret Rare ist es schon. Wir haben schon mal eine Secret Rare erwischt. Aber kann man noch mehr ziehen? Das ist die gute Frage. Das möchte ich wissen. Deswegen werden wir noch den Rest auspacken. So, Team Star immer hier. Lucario. Finde ich sehr schön. Poison. Gefolgt von dem Motorrad wieder. Und den Badass-Typen hier einmal als Holo-Variante. Amarok ist auf jeden Fall ein sehr cooles Pokémon. Alter, das war jetzt wieder... Boah, das hat mich aber jetzt wieder sehr überrascht, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne? Und das ist dieses... Und das ist halt die... Und das ist die Pull-Rate in dem Set, ne? Das ist halt so stark. Mirio noch einmal hier. Spirit Room. Miraidon Reverse. Und hier nochmal Foikuko. Super schön gestaltet mal wieder die wunderbaren Karten hier. Und ein Holo-Eimer. So, die eine Hälfte ist schon durch. Wir gehen weiter mit der nächsten Hälfte. Ich meine, eine Goldkarte ist schon cool, ne? Ist schon sehr cool, besonders wenn man da wirklich ein Deck spielen möchte und so alles. Ich mag die Goldkarten auch. Aber ich will jetzt nochmal Pokémon sehen. Ich möchte jetzt nochmal eine schöne Pokémon Illustration Rare sehen. Oder eine Special Illustration Rare. Meine Gebete haben das Pokémon-Display gehört. Starly. Geil. Oh, schönes Artwork. Schön gestaltet. Ne, wie sie da in der Mitte zusammensitzen. Sehr stark. Gefolgt von der nächsten geilen Karte. Niemals. Was ist das denn jetzt schon wieder? Sag mal, wie ist... Hä? Alter Schwede, das kann es doch nicht wahr sein. Gardevoir EX. Oh, diese Karte ist so schön. Diese Karte ist... Oh, schaut sie euch an. So schön gestaltet. So schön auf jeden Fall gestaltet, das wunderbare Gardevoir. Oh, ich liebe das Set. Es ist so schön. Ich will mehr davon öffnen. Das gibt's doch nicht, ey, diese Pull-Rate, ne? Boah. Ich habe mich extra nicht spoilern lassen, was die Pull-Rate angeht. Das ist unglaublich. Boah. Damals ist es wirklich das wohl stärkste Base-Set, was Pokémon hier rausgebracht hat. Es ist nun mal so. Und nochmal. Nein. Oh, da haben wir es. Da haben wir es tatsächlich. Endlich. Oh, ich habe schon drauf gewartet. Ich habe es drauf gewartet, bitte. Oh, sehr schön. Gyarados EX einmal hier in der Crystal Form. Ist das nicht herrlich? Ich liebe die Karten. Wir haben so eine schöne Struktur hier drauf. Wir haben so viele Effekte hier drauf. Das Gyarados. Und haben wir noch was? Ne, das ist tatsächlich die letzte Karte hier gewesen. Aber dafür haben wir noch ein paar Packs, Leute. Dafür haben wir noch mal ein paar Packs.
Und es macht so viel Spaß, genauso wie das Spiel. Alleine schon die ganzen Pokémon zu sehen, die wir aus dem Spiel kennen. Hefe zum Beispiel, super niedlich. Auch ein sehr niedlicher Doggo, ne? Wir haben ja einige Doggos auch hier drin. Das heißt, ich glaube, bei jeder Generation gibt es immer irgendwelche Hunde-Pokémons. Lucario noch einmal hier. Pommy. Den Biolehrer, gefolgt von Arkendorf, es gab doch Papa, was? Das kann's doch nicht wahr sein. Und das ist in den normalen Slot drin, ne? Alter, dieses Set ist so crazy, dieses Set ist so verrückt. Arcanine EX einmal hier in der silbernen Form. Alter, sieht das stark aus. Ah, oh, ich liebe das Set, es ist so schön gestaltet. Guckt euch diese wunderschöne Karte an von Arcanine in der EX-Variante, dieses schöne silberne, das ist so eine Art silberne Full Art, die wir bekommen mit der Crystal Terra Form. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Geil. Es ist einfach unglaublich. Pokémon, ihr habt wohl damit echt was Gutes erreicht. Ihr habt wirklich damit echt was Gutes hier gemacht. Boah, ich bin sehr begeistert. Ich bin jetzt schon Fan von der neuen Serie hier. Mag einmal hier und es wird nur besser, das kann ich jetzt schon sagen. Und nochmal. Das Krokodil. Endentwicklungsstatus. Also das mit dem Holos, ne? Jetzt haben wir so viele Holokarten. Ist schon erstaunlich. Aber ich bin froh, dass wirklich keine Non-Holos und so alles hier drin ist, weil, ganz ehrlich, die waren auch nicht die besten. Das ist einfach nicht mehr so schön gewesen, wenn man immer nur eine Non-Holo gezogen hat. Wieder eine Non-Holo und so alles. Da freue ich mich tatsächlich über einen kleinen Hit hier mit einer Holokarte. Und haben wir noch was? Ja, natürlich, Great Tusk einmal als EX-Karte. Und das ist schon wieder die normale nächste EX-Karte mit der Double Rare einmal hier. Sehr schön. So, was haben wir denn noch hier? 4, 5, 6, 7 Packs. 7 Packs von Scarlet und Violet. Ich habe jetzt schon mein Fazit und es ist geil. Es ist so ein geiles Set. Ich kann es nicht mehr beschreiben. Ah, die Pull Rate ist unglaublich. Ich hätte es nicht gedacht, dass man so stark was ziehen kann hier. Es gibt mir erstmal ein paar. Wir müssen sofort rüber zu den besten Karten hier. Slowpoke noch einmal. Hawlucha. Und hier nochmal die Holo-Karte. Na komm, Starter. Komm. Das nächste Set wird ja auch dann die Endentwicklung von den Startern beinhalten. Da bin ich auch sehr mal gespannt. Na, von Triple Beat, Kleibros und Snow Hazard. Nur, glaube ich, müssten ja die drei japanischen Sets heißen. Ne, wo unser stammt. So, wo unser Set so gesagt rausstammt dann. So, wie kommen wir weiter mit dem Schlüsselband? Und haben wir nochmal das beste Motor-Pokémon überhaupt als Holokarte. Rerum einmal. Ah, irgendwann kommt alles. Also ein Schlüsselband haben wir, ein Schwert haben wir. Jetzt ist es ein Motor. Was wird es als nächstes sein? Eine Mikrowelle? Na, gibt es ja auch schon mit Rotom, ne? Eine Mikrowelle gibt es ja schon. Was gibt es denn noch? Eine Tastatur, eine Maus, so eine Computermaus. Oder ein PC. Das wäre doch mal interessant, so ein PC-Pokémon. Aber mal schauen, was die nächste Generation, so die Generation uns hier dann sagt. Shoppe noch einmal als Reverse. Und hier nochmal das Schlüsselband. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, kommt wohl nichts mehr. Und auch immer, ich habe es gerade gesehen, es sind nur schwarze Codes hier, ne? Wir haben jetzt nur noch schwarze Codes. Ist ja klar, weil jetzt immer ein Hit drin ist. Theoretischerweise ist ja wirklich so wahr. Aber mal gespannt. So. Dann gehen wir weiter mit der Katze. Einmal hier. Die Steine. Mark River. Nein, 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 niemals, niemals. Wie geil ist das denn jetzt, egal? Die stärkste Karte, die ich... Oh, ich wollte sie haben. Ich wollte sie haben. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Das ist doch ein Witz. Die Karte, die ich haben wollte im ersten Opening. Wie hammergeil ist das denn bitte? Das kann doch nicht wahr sein. Und in den letzten vier Booster. Was ist denn das für ein Set, ey? Was habt ihr gemacht hier? Was ist eure Strategie dahinter, dass wir so viel jetzt ziehen können? Alter, schon wieder noch eine krasse Karte. Was ist hier los? Was ist das für ein Set hier eigentlich? Ist das wirklich das beste Base-Set überhaupt? Nach so vielen Generationen haben wir tatsächlich das beste Base-Set jetzt überhaupt gefunden, oder was? Boah, komm. Alter, auf den Shot. Nein, 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 nein. Und nochmal. Und noch eine Illustration. Ja. Boah. Eieieiei. Gefolgt nochmal in DD. Niemals das Mir... Wir haben Miraidon EX gezogen. Die Karte, die ich unbedingt haben wollte. Die wohl stärkste Karte fast in dem Set. Alter Schwede, ey. Jetzt geht's aber ab hier. Wir haben noch hier... Da, komm.
Miraidon, ne, zum Schluss. Wir haben ja noch zwei Packs hier noch. Zwei Packs haben wir noch hier. Mankey noch einmal. Penny. Medicham. Quaxwell. Und Hawlucha noch einmal als Holo. So, Last Pack Magic, Leute. Dann haben wir auch das ganze Display. Es ist leer. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Alter, stell dir mal vor, wir ziehen jetzt Koraidon, das Gegenstück in dem... Ich glaube, das ist das beste Display, was ich je nach längerem geöffnet habe, ne? So, wollte gerade einen Cut-Trick machen, oder brauche ich ja gar nicht hier mehr. Magic Cup, der Spinne, Rocky Helmet, Mustaf einmal hier, Mirian und... Oh, Zangoose und... Oh, nein! Nein, niemals! Das kann's doch nicht wahr sein! Nochmal! Eine voller Trainerkarte! Was ist hier los? Das kann's doch nicht wahr sein! Nochmal einen Hit! Ich bin einfach nur begeistert von diesem Set, ey! Es ist unglaublich! Ich liebe es! Leute, ich liebe es! Es ist geil! Es ist so geil! Was soll ich sagen? Das ist... ich habe keine Worte mehr dafür! Ich habe echt keine Worte mehr dafür! Also entweder hat Pokémon irgendwas an der Pullet gemacht und... Die haben sie halt hochgeschraubt. Oder ich habe wirklich viel Glück gehabt. Ich kann mir beides nicht irgendwie erklären. Aber Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Ihr wisst das Prozedere. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Vielleicht werden wir noch die wunderbaren ETBs auspacken. Wenn ja, dann müsste das hier irgendwo auf dem Video verlinkt sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß mit Scarlet und Violet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao und bye, bye.